Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch ein kleines, allgemeines Video zum Fokussystem machen. Also wie man Fokus farmt, habe ich bereits in einem alten Video euch gezeigt. Aber, also ich werde es auch nochmal hier unter diesem Video drunter posten, den Link. Und ich kann sagen, Adaro Sedna ist immer noch die schnellste Art und Weise, Fokus zu farmen. Ja, aber falls ihr etwas haben wollt, was vielleicht ein bisschen spannender ist, etwas mehr Spaß macht und auch bessere Rewards hat, also Belohnungen, dann solltet ihr Normal oder Elite Onslaught probieren. Im normalen Onslaught könnt ihr dabei Korra farmen und im Elite Onslaught könnt ihr dabei super viele strahlende Relikte zusammenfarmen und ihr bekommt auch Waffenteile, das heißt ihr bekommt neue Waffen für euch selbst und wenn ihr ein Set komplett habt und das verkauft, bekommt ihr über 200, 250 Platin. Also ich selbst mache es auch nur noch im Elite Onslaught. Fürs normale Onslaught würde ich euch einfach eine Ulti-Benji mit Augment empfehlen und fürs Elite Onslaught würde ich euch einen Volt empfehlen oder eine Zarin. Gut. So viel zum Farmen. Also ihr macht einfach eure Mission dadurch und fertig. Dann, ihr seht schon, ich habe meinen Pool hochgezogen auf 177. Das ist das Maximum, das Hardcap. Jetzt könnte man sagen, 177, das ist viel zu viel. So viel braucht man nicht. Leute, so viel braucht ihr. Ich glaube, der teuerste Tree war der Unaiho Tree. Da haben wir noch 0 von 177 Kapazitäten zur Verfügung. Das bedeutet, alleine für den gehen super viele drauf. Und dann haben wir noch diese passiven Fähigkeiten, die ihr hier seht. Und das ist direkt schon der nächste Punkt, wo ich drauf zu sprechen kommen wollte. Die passiven Fähigkeiten. Also, ihr wisst vielleicht noch, wie es geht. Hier gibt es dann zum Beispiel... erhöht den Erfahrungsradius von Voidwoge. Das ist nämlich auch schon mal falsch. Heißt nicht Erfahrungsradius, sondern einfach nur Radius. Und das ist eine passive Fähigkeit. Heißt, wir müssen sie einmal bis hier auf 3 ziehen, glaube ich. Und dann die vierte Stufe kostet 1.000.000 Fokus... Ne, doch 1.000.000 Fokuspunkte und eine Eidolon-Schärpe. Welche weiß ich gerade nicht mehr. Das bedeutet... Danach habt ihr die Fähigkeit passiv freigeschaltet. Das heißt, achte jetzt mal auf Basiliskenblick. Dann gehe ich jetzt mal auf Vasarin. Und was habe ich hier unten? Basiliskenblick. Das bedeutet... Normalerweise, ich muss dann hier hingehen und in jedem einzelnen Tree diese passive Fähigkeit aktivieren. Das heißt, wenn ich die ganzen Dinger hier nicht aktiviere, dann brauche ich viel weniger Punkte. Aber die passiven Dinger sind halt so unglaublich stark. Das bedeutet, es lohnt sich schon, die Teile mitzunehmen. Und die synergieren auch extremst gut. Nein. Nur als kleines Beispiel. Bei Zenurik, da haben wir eine erhöhte Energie des Operators und eine erhöhte Energieregeneration. Okay, jetzt könnte man sich denken, die Operator-Energie ist gar nicht so geil. Leute, die ist mega geil. Weil wenn wir jetzt mal auf Madurai gehen, da haben wir Voidschlag. Ja doch, hier Voidschlag. Nach Verlassen des Void-Modus verursachen die nächsten 8 Angriffe 12% zusätzlichen Schaden für jede Sekunde in Tarnung. Das bedeutet, umso länger wir jetzt in dieser Tarnung drin bleiben, also im Void-Modus, umso höher wird unser Damage. Also ich hatte schon gehabt, dass ich über 100-fachen Schaden gemacht habe. Damit kann man alles One-Hitten, also jeden Eidolon, jedes Teil von ihm, die Schilde, die sind One-Hit. Also das synergiert super gut. Und dann die nächste Sache zum Beispiel. Was hätten wir da noch Schönes? Ja, gerade hier, Basiliskenblick. Erhöht den Radius von Voidwoge um 60%. Voidwoge ist unser E. Das ist super geil, wenn wir, sagen wir, Kuba farmen. Also ich sag mal, das normale E hat eine sehr kurze Reichweite. Und hiermit ist unsere Reichweite halt super hoch. Und das synergiert auch nochmal mit was anderem. Also Basiliskenblick war, glaube ich, jetzt hier bei Unairo gewesen. Und das synergiert mit... Oh, nee. Mit Unairo Irrlichter. Also es bleibt im Unairo Tree. Weil wenn wir einen Gegner mit der Voidwoge treffen, haben wir eine 100% Chance, sein Irrlicht zu beschwören, das wir dann einsammeln müssen und dann wird unser Operator Damage um 100% erhöht für 12 Sekunden. Das heißt, wir spammen E, sammeln das Irrlicht ein und dann schießen wir mit dem Operator drauf und machen krassen Damage. Also das, naja, das skaliert auch schon mal ordentlich hoch. Also das sind alles so nette Kombinationen, die muss man nur mal kennen. Da haben wir genauso hier
Madurai haben wir auch was Schönes Passives, nämlich erhöht die Energie für den Verstärker und Voidstrahl um 40%. Geil! Erhöht die Regenerationsrate für Energie. Ist auch geil. Das bedeutet, mit Zenurik können wir generell die Operator-Energie erhöhen. Das bedeutet, wie oft wir Void-Dash machen können, wie lange wir in dem Void-Modus bleiben können. Und hier durch Madurai können wir dann unsere Energie an sich erhöhen. Also damit wir öfters schießen können. Auch saugeil. Da haben wir hier noch so schöne Sachen wie erhöht den Elementarschaden um 25%, erhöht den physischen Schaden um 25%. Alles geile Sachen. Und ich sag jetzt mal, auf die anderen Dinger hier muss ich jetzt eigentlich relativ wenig zu sprechen kommen. Also es gibt hier und da wirklich geile passive Dinger. Also hier zum Beispiel mehr Energie, Regenerationsrate, erhöht die Gesundheit des Operators um 150%. Da haben wir hier plus Gesundheitsregeneration. Also da kommt einiges zusammen, auch bei Naramon, wobei das jetzt weniger mega geil ist. Erhöht die Geschwindigkeit von Voidschub um 120%. Ne, Moment, das war schon geil. Das andere war nicht so cool. Bewegungsgeschwindigkeit des Operators. Ist auch eine Sache, die ich gerne benutze, aber ist jetzt kein so Mega-Bonus wie 150% mehr Leben oder alles. Ich sag mal, wenn wir im Operator sind, machen wir eh die ganze Zeit Void Dash. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Also ich werde zu jedem einzelnen Tree nochmal einen genauen Guide machen. Also braucht euch jetzt nicht zu wundern, dass ich alles nur so kurz angerissen habe. Aber worauf ich hinaus wollte? Wenn man alles freischalten möchte, braucht man hier 177 Kapazität. Am besten, also am schnellsten farmt man auf Adaro Setna. Und am besten farmt man im Onslaught oder Elite Onslaught. Was noch? Also die Dinger hier synergieren super gut miteinander. Das bedeutet, man muss nur wissen, was. Zum Beispiel Zenurik mit Madurai. Unairo synergiert super mit sich selbst. Und naja, da gibt es halt eben einige starke Kombinationen, die man machen kann. Und man muss nur wissen, wie. Ich überlege gerade, viel mehr muss ich euch dazu nicht sagen, außer dass sich Eidolon Farmen absolut lohnt. Ich sag mal, in einer Nacht könnt ihr mit einem verdammt guten Team so 500 bis 700.000 Fokuspunkte machen. Also das ist schon nicht ohne. Und ich sag mal, ihr braucht theoretisch, wenn ihr nicht alles freischalten wollt, auch keine 177 Kapazität. Ich sag mal, 70 bis 100 sollten auch reichen. Also ich habe ja eben schon gesagt, Unairo ist der teuerste. Machen wir mal das und das hier weg. Ja, dann haben wir jetzt, sind wir jetzt schon bei 150. Dann kann man theoretisch das hier noch weglassen. Also wir können es schon noch ein bisschen reduzieren, dass wir deutlich günstiger wegkommen. Wobei ich euch sagen oder empfehlen würde, Levels einfach bis auf 177 hoch, weil verlieren tut ja eh nichts. Und die anderen Effekte hier sind schon wirklich nett. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit jetzt einen kleinen Einblick verschaffen, worauf ihr achten sollt. Also Fokusfarben, schauen, dass alles schön synergiert, wie man die Passiven freischaltet, beziehungsweise wie man sie aktiviert, habe ich euch auch gezeigt. Wie gesagt, ihr müsst die hier überall einzeln aktivieren, weil ich habe zum Beispiel am Anfang den Fehler gehabt, ich habe, ich sag mal, die ersten 2-3 Monate die Dinger nicht aktiviert gehabt, weil ich sie nur hier am Rand so grau gesehen hatte und mir dachte, oh, schön, die sind aktiviert, muss ich nichts machen. Aber denkt dran, ihr müsst draufklicken, um die zu aktivieren. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.